Oh, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du mich ein bisschen supporten willst, siehst du hier links eingeblendet meine Kanäle. Und wenn du mir da ein Abo und Follow da lasst, je nachdem, welcher Kanal es ist, freue ich mich da sehr drüber. Und wir spielen heute wieder hier Kena Bridge of Spirits. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja hier unten in dem neuen Bereich quasi gesehen diese Treppe freigeschaltet. Und das wollen wir uns dann jetzt auch mal anschauen. Ich bin da ja noch nicht runtergesprungen, aus dem einfachen Grund heraus, dass hier unten wahrscheinlich wieder ein dickerer Kampf auf uns wartet. Jetzt werden wir aber das aber mal tun und gucken, was abgeht. Ja, ich hab's mir gedacht. Der ist direkt hinüber. Haben wir natürlich mittlerweile auch einen recht starken. Mal hier Captain Klops mal umbringen. Oh. Aber er hat seinen Kollegen selbst getötet. Das ist natürlich auch geil. Wow, er hat eine ziemlich heftige Range-Attacke. Ja, war es das auch. Ja, mittlerweile habe ich dann auch verstanden, dass man, wenn man hochspringt und den Bogen zieht, hat man so eine, ja, ich nenne es mal so ein Time-Raster-Effekt, wo man quasi gesehen kurz Zeit hat, um auch mal ein bisschen wie in Max Payne damals. Ewig lang ist es her, wer es kennt. So, ich muss aber jetzt nicht da runterspringen, oder? Wartet, wir gucken mal ganz kurz hier nochmal in den Raum. So, hier war nichts mehr. Also da unten ist zwar ein Licht, aber ich glaube nicht, dass wir da lang müssen. Wir versuchen es erstmal hier lang. Ja, das sieht schon besser aus. Ich glaube, wir werden da unten böse krepiert. Die geht nicht auf. Wieso kann er einfach da drüber laufen? Können wir das auch? Das ist jetzt, also es ist ein fieser Bug, muss ich ehrlich sagen, weil in Dark Souls gibt es auch so, unsichtbare Fußböden. Kann ich das auch? Ne, kann ich natürlich nicht. Das ist total Arsch. Naja, gut. Dann muss es da einen anderen Weg geben. Aber einfach darüber springen wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, oder? Nein. Das funktioniert auch nicht. Wie gut, dass wir hier unendlich viele Leben haben. Glaube ich zumindest. Mir ist noch nichts anderes aufgefallen. So, an der Decke ist aber soweit auch nichts, außer dort hinten. Schießen wir da mal drauf. Die Frage, wie lange dieser Kampf jetzt geht hier, wie viele Leute. Aha, okay, das ging ja dann. Ah ja, okay.
Ah, okay, ein Fernrätsel. Interessant. Hatten wir auch so noch nicht. So ist mir die Art zu kämpfen eigentlich sogar noch deutlich lieber. Da muss ich mich nicht großartig da in die Gefahr begeben. Können die kleinen Zwerge das alles für mich machen? Okay, das bringt uns so jetzt nichts. Ah ja. Achso, Moment. Jetzt muss ich wahrscheinlich die Rod nehmen. Die schnell hier rüberbringen. Komm, 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 komm. Yalla, yalla. So, komm mal mit. Sehr gut. So, und jetzt nochmal den machen. Und dann sind wir auch drüben. Immer mal gucken, ob man hier nicht irgendwie was abgestaubt bekommt. Kristalle, die man übersieht oder irgendwas anderes. Wasser sieht nicht gerade gut aus. Ah ja. Können wir da dran springen? Geht das? Oh ja, das hat so gerade funktioniert. Da hoch konnten wir nicht. So. Okay. Mal kurz warten, bis sich die Bombe wieder aufgeladen hat. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Okay, das wird ein etwas komplizierteres Rätsel. Da müssen wir kurz nochmal zurück. Weil ich jetzt gerade noch nicht so ganz weiß, wie wir da hochkommen. Da oben gibt es auch noch eine von Fäulnis befangene Blüte. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Rod verwenden? Wie? Inwiefern? Ach, da oben geht das schon. Okay. Das war Nummer 1. Nummer 2. Jetzt muss es noch irgendwo eine dritte geben, glaube ich, damit sich die große öffnet. Und dann haben wir das Rätsel auch gelöst, aber die sehen wir von hier wahrscheinlich nicht. So, jetzt einmal dahin. Da ist sie doch. So, wie komme ich jetzt da oben rein? Ich nix wissen. Ach so, jetzt können wir die große kaputt machen tatsächlich. So, zack. Ah, okay. Jetzt haben wir einen Strang für die draußen, für die Blüte schon mal weg. Das ist ja gut. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da rüber kommen. Wahrscheinlich aber jetzt sollte das hier funktionieren, oder? So, zack. 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 Jetzt frage ich mich aber trotzdem, wofür das dort oben ist. Ah, okay. Einmal so.
Nee, das war Quatsch. Also das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Vor allem, warum wir jetzt da wieder rüber können. Das ist mir auch ein Rätsel. Aber gut, wir können ja weitergehen. Gucken wir uns mal um. Vielleicht kommen wir da nochmal hin zurück. Sieht halt auch ein bisschen so aus, als müssten wir hier nochmal hoch oder kämen dort nur hoch. Sehr eigenartig. Weil darüber, das wird jetzt, glaube ich, wieder eine haarige Nummer. Ah, ne, da oben. Da ist auch noch eine Blume. Ja, es sieht so aus, als müssten wir hier nachher nochmal hin zurückkommen. So, sonst haben wir hier aber nichts zum Einsammeln, ne? Nein. Gut, dann einmal hier drauf. Einmal das da. Und dann geht's nach oben. Oben ist noch einer. Ach, verdammt. Keiner hatte noch keinen Morgensport. Das funktioniert noch nicht so gut. So. Und jetzt? Ach so, wahrscheinlich ist es nur für die Seite hier, ne? Na gut. Keine Sorge, mein Freund, dich kriegen wir auch noch. Ach so. Naja, komm, den holen wir da so runter. Also manchmal verstehe ich das nicht so ganz, wie man das dann schaffen soll, im Verhältnis zu dem Zeitlimit, welches man hat. Ich meine, da oben ist noch so eine Blume. Gut, die kommt jetzt wieder runter. Kann man da noch irgendwas machen? Öffnet die sich auch mal oder bleibt die so? Hallo. Ja, das ist jetzt mir wieder zu hoch. Ich weiß, ich bin in sowas nicht allzu gut, aber das finde ich dann teilweise schon ein bisschen undurchsichtig. Ich meine, wir haben die hier, klar, da kommt man damit bis dort vorne. Vielleicht muss man die dann hochbringen und kann dann irgendwie da dran. Aber dennoch ein wenig komisch. So, dann gucken wir mal auf die Karte.
So, jetzt müssen wir hier... Ah ne, wir haben jetzt hier genau Adrias Liebe, die ist hier oben. Da rennen wir gerade drauf zu, das ist die da vorne. Und jetzt müssen wir quasi ja zum nächsten blauen Punkt. So, dann begeben wir uns mal dort rüber. Das ist wieder so ein, wie hieß er noch, Kappa, ne? Aber der wird hier wahrscheinlich ein etwas kleinerer Boss sein. Der wird nicht so groß, also nicht so mächtig sein wie der vorherige. Verdammt. Gerade in meinen Tastenkombinationen ein wenig vertan. Spawnen die Kerle hier immer wieder nach? Mein Gott, wenn der sich da runter bewegt, ist das echt nervig. Also irgendwie funktioniert das hier heute nicht so gut, wie ich es mir eigentlich gehofft hatte. So, jetzt muss ich mal gerade was testen. Darauf werfe ich die Bomben, ne? So, und hier ziehe ich einen Pfeil. Alles klar, gut. Jetzt wollte ich es mal gerade mal getestet haben. So, Bombe. Pfeil. Aha. Kappa, also der Abklatsch von ihm. Ich denke mal, dass er fallen muss. Aha. Ja, genau. So, jetzt haben wir ihn noch erwischt. Ja. Jetzt ist er aber auch hin. Ich das erledigt hier mit ihm. Sehr gut. Okay. Ah, okay. Verdammt. Objekt bewegen. Nein. Dahin bitte. So, dahin.
So, jetzt muss ich die Rod verwenden, ne? Um da vorne aufzuräumen. Nochmal das Ganze. Hallo? Warum klappt das jetzt nicht? Das war knapp. Wie wir in einer unserer letzten Folgen herausbekommen haben, stirbt Kena, wenn sie die Steine auf den Kopf bekommt. So. Okay. Das muss man dann auch kurz erstmal verstehen. Ich habe das vor, hab das in einem kleinen Tutorial neben. Also ich mache so ab und zu schon mal über so Spiele, die ich nicht so ganz beherrsche, wie Kena gehört für mich dazu. Schon mal so ab und zu so ein paar Tutorials, wo ich einfach mal gucke, wie soll das denn funktionieren? Wo ich einfach mal gucke, was es noch so für Mechaniken im Spiel gibt. Und unter anderem habe ich halt diese Time-Ellipse rausbekommen. Einfach nur, um halt auch ein gewisses paar Mechaniken, die ich vorher noch nicht kannte, auch wieder reinzubekommen, beziehungsweise überhaupt mal testen zu können. Und ja, das war dann eine davon. Toll. Das bringt mir jetzt gar nichts. Jetzt muss ich irgendwie wieder da hochkommen und in der Zwischenzeit sind die Rod dann weg. Das ist wieder so ein Rätsel, was ich ehrlich gesagt ein bisschen anstrengender finde, weil es ein bisschen nervig ist. Aber das kriegen wir auch irgendwie noch gelöst. Wäre ja langweilig, wenn man hier einfach so durchlaufen kann und einfach so alles runterrockt. Von daher ist das schon in Ordnung, wenn man dann mal ab und zu ein bisschen was hat, wo man auch schon mal dran scheitert. So. Das war Nummer 2. Fehlt noch einer. Juhu. Sowas macht doch Spaß. Ja, und ein paar Pilze wachsen hier auch noch direkt. So, dann machen wir uns mal wieder runter hier. So, der letzte Punkt, der ist ein bisschen weiter weg. Gucken wir erstmal, in welche Richtung wir müssen. In diese, alles klar. Gut, hier kommen wir nicht durch. Rotes Wasser ist auch wieder ein Problem. Aber ich habe da schon was gesehen. Dreht er sich jetzt nur einmal oder dreht er sich immer weiter?
Er dreht sich immer weiter. Nein, tut er nicht. So, das hat ja mal ganz gut funktioniert. Für die sonst, ja, trotteligen Aktionen, die ich hier abreiße. Und das nicht nur in diesem Spiel. Nein! Das meine ich damit. Aber gut, wir stehen zumindest direkt wieder hier. Das ist ja schon mal was. So. Gibt es zumindest schon mal einiges an Kristallen. So, dann begeben wir uns noch in diesen Kampf. Ich habe es mir irgendwie gedacht. Ah, das sind die Viecher wieder. Erstmal die blöden Hummeln weg. Eigentlich finde ich diese immer wieder neuen Gegnertypen eigentlich echt cool gemacht. Also das muss man dem Spiel schon lassen. Auch wenn es für mich dann immer wieder schwerer wird. Ich frage mich mittlerweile aber immer noch nach wie vor, ich müsste mir mal die Altersfreigabe von diesem Spiel angucken. Ich habe es bisher noch nicht getan, weil es mich auch einfach irgendwo nicht interessiert. Ich spiele Spiele, die mir Spaß machen. Und keine, wo ich sage, oh, das ist ab 6, das spiele ich nicht oder so. Das fände ich dann irgendwie doof. Aber wenn das hier irgendwie tatsächlich ab 6 oder ab 12 ist, muss ich sagen, ist das an manchen Stellen doch wirklich schon echt knackig schwer. Zumindest für einen 6- oder 12-Jährigen. Aber das fördert natürlich auch ein Stück weit das kognitive Denken. Und das finde ich wiederum gut. Ups. Dahin. So, komme ich da einfach so hoch? Ich glaube nicht, oder? Nö. Ja. Wie kommen wir da hoch? Mal umgucken. Obwohl, machen wir mal einen Break. Ist ja die erste Folge. Zweite kommt direkt im Anschluss oder wird direkt im Anschluss von mir aufgenommen. Von daher machen wir mal kurz einen Break. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao.